Heute die Folge 2 der Nahaufnahme. Herr Schüler, worum wird es gehen? Es geht heute um unsere Unterstützerkampagne, unsere Freiwilligenkampagne. Team Deutschland haben wir diese Aktion genannt. Die haben Spaß bei der Sache, das muss auch sein. Und das überträgt sich auch ein bisschen auf die Wählerinnen und Wähler, die, glaube ich, sehr genau merken, ob jemand mit Begeisterung, mit Herz und Seele bei der Sache ist oder ob er einfach nur seinen Job macht. Das sind Leute, die sind mit Begeisterung dabei, mit sehr viel Idealismus und die bringen eben auch Schwung in den Wahlkampf. Ich bin Eliane Dengel-Pattberg und ich koordiniere das Team Deutschland von Berlin aus. Das Team Deutschland ist die Freiwilligenkampagne der CDU und vor allen Dingen von Angela Merkel. Und das Team Deutschland möchte, dass die CDU in diesem Superwahljahr 2009 erfolgreich ist und natürlich, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. In Deutschland machen natürlich viele CDUler mit, auch viele JUler, auch viele aus der Seniorenunion und der Frauenunion, aber auch ganz viele Menschen, die gar keine CDU-Mitglieder sind, weil sie sagen, also ich möchte mich gerne für Angela Merkel engagieren und dieses Projekt, nämlich sie zum zweiten Mal zur Kanzlerin zu machen, unterstützen. Meine tägliche Arbeit ist momentan so, dass wir natürlich erstmal das Team bekannt machen. Wir sind im Moment auf den ganzen Kampagnenkonferenzen. Das bedeutet viel organisatorische Vorbereitung. Ja, jetzt waren wir in Berlin im Adenauerhaus und haben geschaut, was wir hier so mit dem Team machen. Und jetzt würde ich euch gerne zur ersten Kampagnenkonferenz mit nach Hannover nehmen. Wir werden da zusammen mit dem Bundesgeschäftsführer und dem Generalsekretär die strategischen Ausrichtungen des Wahlkampfs für Europawahl und Bundestagswahl besprechen. Und Herr Dr. Schüler wird den operativen Wahlkampf vorstellen, wie zum Beispiel die Werbelinie für die Kandidaten aus. Und vor allen Dingen wird er natürlich auch das Team Deutschland vorstellen. Wir haben kurz vorher, so gegen 16 Uhr, schon ein erstes Treffen der Teamleiter. Die haben sich alle noch nicht untereinander kennengelernt. Wir kennen sie auch noch nicht. Das ist aber erstmal sehr entspannt. Wir wollen uns so ein bisschen beschnuppern und kennenlernen, die Kampagne vorstellen. Na, ich bin im Team Deutschland natürlich auch, weil ich möchte, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt. Aber weil ich auch finde, dass dieses Grassroot, also Graswurzelkampagne, eine Kampagne von unten aus steuern, der richtige Weg für eine Demokratie ist. Jetzt sind wir gerade angekommen und ich muss schon zugeben, dass man doch etwas nervös wird. Es ist ja heute die Premiere, die erste Kampagnenkonferenz. Da denkt man darüber nach, klappt alles, funktioniert die Technik. Ich muss ja nachher auch auf die Bühne mit Dr. Schüler und die Kampagne vorstellen. Da wird man doch ein bisschen nervös. Ich hoffe, das wird sich aber im Laufe des Nachmittags noch legen. Wie das immer so ist, die Premiere musste mal ein bisschen schwieriger sein, aber die Stimme war gut. Die Leute waren, glaube ich, begeistert, die sind alle wirklich entflammt und wollen mitmachen. Und ich jetzt auch, man merkt, ich bin ein bisschen entspannter. Aber jetzt geht es gleich weiter, jetzt stellen wir gleich vor 500 Leuten das Team vor, zusammen mit Dr. Schüler. Diesem ersten Teamleitertreffen folgt jetzt in dem großen Saal die eigentliche Kampagnenkonferenz. Hier sieht man dann die Bilder von meiner Generalprobe. Und wenn sich dann gegen 18 Uhr der Saal gefüllt hat, dann müssen auch die Kameras ausgeschaltet werden. CDU-TV muss raus, weil ein paar strategische Geheimnisse wollen wir auch noch für uns behalten. Also. Ja, das war das Porträt über das Team Deutschland. Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich mitmachen? Indem ich mich anmelde beim Team Deutschland, registriere. Das kann ich persönlich tun, das kann ich telefonisch per E-Mail tun, aber auch im Internet. Und deswegen haben wir auch eine eigene Internetadresse für dieses Team und ich glaube, die sehen wir auch noch. Also mitmachen ist eine tolle Sache, macht viel Spaß und hilft uns, hilft Angela Merkel im Wahlkampf.